Lampukistan Gaming ist hier! Tag 22 unserer Xmas Miniserie mit Snow City. Und in der letzten Folge habt ihr schon gelesen, neues Verkehrsproblem? Fragezeichen. Wir haben offenbar ein Verkehrsproblem, Leute. Und das gilt es hier und heute zu lösen. Und ich hatte mir überlegt, hier einen neuen Kreisel einzupflegen. Genauso wie wir ein neues Gebiet. Haben wir den Meilenstein erreicht bei 18.000 drittes Darlehen, Leute? Wir machen als allererstes mal, was wir machen wollten, und kaufen uns ein Gebiet. 9 Felder kann man insgesamt besitzen. Wir hätten damit das 5. Das hier und das hier werden wir uns auf jeden Fall holen, denn wir könnten eventuell auch mal einen schönen Staudamm planen noch. Ah, da gibt es so viel zu tun noch. 12.000 kostet das. Wir haben ein neues Geländefeld erworben. So. Hier muss jetzt ein bisschen geplant werden. Hier mitten rein muss ein neuer Kreisel. Hier müssen wir ein bisschen was tun. Hier wird ein bisschen abgerissen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wie ich mir das hier so gedacht habe. Ne? Müssen wir mal kurz pausieren, aber ich das sehr ungern tue. Wir gehen mal hier so ein kleines Stück nach oben. Dann brauchen wir... Warum ist das hier? Okay. Dann brauchen wir... Ist doch 2 Spuren. Ja, genau. Pass auf. Dann machen wir hier eine gebogene Straße draus. Von dieser Stelle aus hier. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie weit das sinnvoll ist, ne? Bis hier, oder? Da, wo dieser 90-Grad-Radius ist. Wo, kann man den dann auch hier erkennen, wo der ist? Ist das hier 90 Grad denn? Oder das hier? Keine Ahnung, Leute. Ja, doch, das sollte schon passen. Dann müssen wir auch hier müssen wir ein bisschen abrasieren hier. Oh, das tut weh. Aber wir müssen da durch jetzt, Leute. So in etwa. Ja, okay, sagen wir mal so, es ist kein runder Kreisel, aber er ist nicht schön. Er ist nicht schön, aber er ist selten, okay? Also, pass auf. Dann gehen wir wieder mit einer geraden Straße hier oben raus. Wir müssen hier irgendwo raus. Weg damit. Im Gebäude hier. Und rein in das, die Zone gehen wir irgendwo hier wieder. Ne? Geht das? Die Straße drehen wir dann gleich um. Kein Problem. Okay. Bisschen wirr, ne? Richtung ändern. Hier. Wir werden auf jeden Fall hier eine weitere gerade Straße bauen, die aber nicht an den Kreisel anschließt. Genauso wie hier. Und zwar so. Weil dann können wir nämlich hier diese Zonen beibehalten. Die machen wir weg. Die inneren hier, die kommen weg am Kreisel. So. Ah, shit. Wir haben Einbahnstraßen gebaut. Fuck it. Okay. verbessern. Dann müssen jetzt normale Straßen gebaut werden. So, jetzt können wir da wieder arbeiten. So. Eigentlich wollte ich auch das Gewerbegebiet weg von der... vom Wohngebiet schaffen. Aber erstmal lassen wir das hier. Gucken wir doch mal, ob das hier irgendwie ein bisschen was bringt. Ideal wäre es natürlich noch, wenn wir diese... Wieso können wir jetzt hier nicht diese Straße bauen? Autosave. Aber nur bis hier. Okay?
Dann haben wir, jetzt müssen wir mal gucken. Das sollte doch ein bisschen den Verkehr... Irgendwo, nee, jetzt ist der Verkehr jetzt irgendwo anders lang gefahren. Oh, shit. Ah. Leute, was ist hier los? Wieso stoppen die vorher? Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Die müssen fahren. Okay, vielleicht haben wir jetzt nur... Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, shit. Wir haben irgendwas hier umgelegt. Kreisel hier. Ich würde sagen, wir können fast irgendwo hier... Machen wir auch noch was rein, ne? Ohne Ampelschaltung natürlich. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Entlastung hier an der Ecke. Okay. Ja, komm, der Verkehr löst sich auf. Kein Problem. Meine professionell eingebauten Kreisel. Leute, die lösen viele Probleme. Diese Kreisel sind besser als diese Querstraßen. Tatsächlich. Das müssen wir auf jeden Fall sehr stark im Auge behalten. Wenn wir jetzt auf diese Seite hier expandieren. Als allererstes werden wir hier schon mal starten und ein bisschen U-Bahn. Zugschiene, jawohl. Hier müssen wir ein bisschen pimpen. Warum machen wir das? Weil wir hier bauen wollen. Deshalb gehen wir hier unterirdisch. Okay. Hier machen wir das ganze Gelöt hier. Über die ganze Fläche unterirdisch. Okay. Leute, wir haben genug Geld. Wir haben 200.000. Okay. Haben wir mal kurz 70.000 rausgeballert, ne? Rein dafür. Okay, sonst haben wir eigentlich alles im Griff. Gucken wir doch mal kurz drüber. Verkehrsfluss ist wieder bei 95%. Wunderbar, wir haben das Verkehrsproblem gelöst. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen in Zukunft. Okidoki. Sieht gut aus. Hier ist noch ziemlich... Hier ist ein Knotenpunkt. Hier ist ein Knotenpunkt, Leute. Warum? Ah, weil die hier stoppen müssen. Das packen wir mal weg. Gucken, ob sich das dann ein bisschen bessert. Bin ja schon wieder fast versucht, hier noch einen Kreisel, aber das wäre doch ein bisschen zu viel des Guten. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten, ne, die Ecke. Aber jetzt werden wir hier auf jeden Fall Industriegebiet. Industriegebiet und Wohngebiet. Industriesektor kommt auf die Seite hier. Ah, genau, weil hier haben wir nochmal sehr gutes, fruchtbares Land und Wohngebiet. Wollten wir eigentlich hier bauen, ne? Haben wir noch mehr hier? Das ist nur Wald, ne? Erz haben wir... Wo haben wir Erz? Erz ist das da drüben. Öl. Gibt's auch Öl? Ölindustrie haben wir nicht. Da oben. Okay. Es ist jetzt die Frage, opfern wir hier ein Stück Gebiet für... Ja, wir packen hier die Wohnungen weiterhin. Hier. Und hier so eine Ecke machen wir nochmal ein bisschen Industriegebiete raus. Pausieren wir nochmal das Spiel. Hier hauen wir nämlich nochmal so eine Mega-Ausfahrt rein. Die hier möchte ich gerne dann doch schon schön bündig hier anschließen. Oh, jetzt kriegen wir die jetzt hier schön passend rein. Ja, hundertprozentig natürlich nicht, ne? Die ist immer ein bisschen so ein Müh verschoben. So. So ist das gut. Welche Autobahn hatten wir? Die hier, ne? Ja, so ein Müh, aber... Leute, who cares, ne? So. Es kommt natürlich jetzt direkt im Industriegebiet hier raus. Hätten wir ein bisschen weiter nach... Wir können nicht weiter nach rechts. Egal.
Kleiner Kreisel. Kleinen Kreisel hier nach direkt hier 90 Grad. Leute, ihr müsst hier 90 Grad runterfahren. Von der Autobahn kommen. Ja, das ist Blödsinn, ne? Das ist Blödsinn. Das müssen wir uns... Das müssen wir uns auch mal neu ausdenken, wie wir das austüfteln. Und das machen wir in der nächsten Folge City Skyline. Seid gespannt, wie wir unser neues Industriegebiet und neues Wohngebiet anlegen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.